Vielleicht machen wir den Bull mal. Der Bull ist einer der einzigartigsten Charaktere. Der hat keine Waffen. Wenn ich in einen Gegner reinlaufe, oder generell, wenn ich Schaden nehme, explodiere ich. Und die Explosion macht 300% von meinem Fernkampf-, Elementar- und Nahkampfschaden. Also in dem Fall jetzt 30 als Basewert. Sprich, er skaliert sehr gut mit Explosionsdamage. Hat besonders hohe LP-Regenerationsmodifikation. Also um 50% erhöht. Und ich kriege einen Haufen Leben, LP-Regeneration und Rüstung. Was ich mit ihm mache, ist das hier. Ich laufe in Dinge rein, ne? Und versuche mich einfach gegenzuhalten. Mit Blutspende explodierst du jede Sekunde, ohne getroffen zu werden. Ist OP mit Stier. Ja, dachte ich mir auch, aber das Problem ist, kriegt die halt erstmal, ne? Ab Blutspende geht Full Dodge. Hast recht, ja, weil dann ticke ich ja so oder so die ganze Zeit. Problem ist, ich muss jetzt halt die Wave noch überleben. Und das ist nichts, was passieren wird. Schade! Aber dann machen wir das nochmal. Mit dem Bullen. Und dann gehe ich diesmal ein bisschen mehr auf Dodge. Bisschen weniger hart getunnelt auf Damage. Und versuche dafür mal auf Blutspende zu geiern. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen Glück und ein bisschen Ernte mit. Damit ich nicht andauernd den Screen clearen muss. Das klingt nicht schlecht. 200 Kampfschaden nehmen wir mit. Itempreis können wir sofort mitnehmen. Fernkampf-Elementarschaden klingt gut. Nehmen wir nochmal Itempreis. Holzfällerhemd ist ehrlich gesagt komplett egal, weil die Bäume sterben sowieso in einem Hit. Aber ich meine, dass es im Shop ist, nervt halt einfach ein bisschen. Ne? HP nehmen wir mit. Ja, scheiß drauf. Ah, Holzfällerhemd. Bringt mir halt nichts zu kaufen. So. Wenn ich sie jetzt kaufe, kann sie nachher aber nicht mehr rankommen, ne? Aber ich hab's eh nicht gelockt. Plastiksprengstoff für die Explosionsreichweite, wäre gut. Naja, dass Explosionsupgrades für einen Charakter, der nur Explosionen hat, gut sind, ist ja eh klar, ne? Aber ich muss die erstmal kriegen. Ich kann mir das ja nicht aussuchen. Natürlich nehme ich das mit. Ist ja ein No-Brainer, aber krieg's erstmal. Defekte Steroide ist gut. Nahkampfschaden 3 Stück. Ziegenschädel ist ja übel gut, ne? Später sterben die Bäume auch nicht mehr unbedingt mit einer Explosion. Naja, aber das. Der Unterschied ist ja, wenn ich eine Machine Gun spiele und die Schüsse auf den Baum fliegen, dann ist das ja Damage, der gewastet ist. Aber eine Explosion macht so oder so immer den Damage an den Leuten, die drinstehen. Da ist es mir egal, ob der Damage halt zweimal auf den Baum tickt oder nur einmal. So. Ja. Noch ein bisschen AP mit. Mir aus ein bisschen Tempo. Die beiden nehmen wir mit. 2 LP-Regeneration für ein bisschen Glück. Warum denn nicht? Liebes Alien ist gut. Zyklopenwurm fand ich gut. Beginne die Welle mit einem HP. Ja, das in Welle 5 oder so geht das noch. So, das halte ich ja eh übel schnell gegen. Gerade noch. Ich kann alles mitnehmen tatsächlich. Nein, kein Geist. Warum denn nicht? Mit Transfusion wird's sonst lustig. Hä? Ich hab Transfusion noch gar nicht. Ausgerenkter Kiefer? Nö. Nehmen wir ein bisschen Reck mit. Und dann gehen wir hier schön rein. Oh, Alien ging noch gar nicht. Das ist okay. Ja, also, Transfusion konnte mich gerade nicht töten, weil ich es nicht habe, ne? Das ist mega praktisch.
Sehr gut. Narbe. Narbe ist übel gut. Nehme ich gerne mit. 4 LP-Regeneration nehmen wir auch mit. Genau, und jetzt haben wir nämlich den Bums, den ich vorhin meinte. Es kommt halt immer wieder. Ja. Alien-Augen. Injektion. Ja, mit 100 HP macht Alien-Augen, machen die Alien-Augen halt 50 Damage. Also es ist halt echt nicht schlecht, glaube ich. Ich werde locker über 100 HP haben, weil ich so viele Upgrades einfach nicht verwerten kann. Aber es ist halt teuer, ne? Ja, komm, wir lassen Alien-Augen mal weg, glaube ich. Scheiß drauf. Crit zählt auch, ja, aber ich werde nie einen Crit-Wert haben, auf den ich mich irgendwie verlassen kann. Die meisten Sachen stellen eh One-Hit. Und das Skelett hat einfach nicht gut genug. Jetzt kann ich aber durchlaufen. Die werden mich nicht mehr in Time töten, die Viecher. Sehr gut. 9 HP, klingt gut. 18 Damage von mir aus. Oh, Alien-Magie. Machen wir beides mit hier. Sparschwein holt mich ab. Sparschwein holt mich ab, muss ich sagen. Ich habe halt so wenig Glück gerade. So wenig Glück. Stream trotz frei? Ne, mein Plan ist nicht geupdatet. Heute ist kein Stream frei. Gestern war Stream frei. Ich habe einfach noch keinen neuen Streamplan geschrieben, weil ein bisschen viel los war die letzten Tage. Jetzt, na, unendlich lange kann ich nicht in alles reinlaufen. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen kniffliger. Aber ich clear trotzdem ja noch gut. 9% Tempo, ja, warum nicht? Dann nehmen wir einfach noch mehr Rack mit. Und Sparschwein und Tasche. Und dann spare ich einfach direkt mal rein. Die zusammen, ich will immer so viel wie möglich auf einmal töten. Idealfall. Alles in die Mitte kiten und einmal durchlaufen. Klingt immer noch einem guten Plan tatsächlich. Da hätte ich noch ein bisschen mehr rausholen können, denke ich. Ja, Damage reicht mir. Ich glaube, ich will wirklich einfach Tankiness aufbauen. Fernkampfschaden, ein Stück, nehmen wir mit. Elementar- und Nahkampfschaden für Ernte. Ja. Und dann würde ich mit Sparschwein, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen was wegsparen. Vielleicht 50 umsonst. Und die Wave sollte gehen mit meinem Rack gerade. Welle 9 mit den ganzen kleinen Sachen, die sofort weggebombt sind. Das sollte machbar sein.
Geben wir noch ein bisschen was weg. Sechs Sekunden. Ja, das war eine gute Wave. Das war eine gute Wave. Gehen wir hier mal auf ein bisschen Dodge, glaube ich. 15 Glück, dann gleich mal wieder negativ Glück aus. Plastiksprengstoff, Explosionsgröße. Let's go. Lagerfeuer ist auch gut. ...6% Damage. Nehmen wir mit. Rest sparen wir wieder. Wir greeden gerade ein bisschen mit Sparschwein, logischerweise, aber mal gucken, ob sich das... ob wir das machen können. Ich krieg die Sachen schon noch ganz gut geklärt gerade, würde ich behaupten. Mega praktisch. Explosionsgröße zu haben ist super geil, ne? Aber man kriegt das Upgrade halt nicht einfach hinterhergeworfen. Muss es erstmal kriegen. Ein bisschen mehr mit meinen HP spielen, glaube ich. Da hätte ich mehr rausholen können, aber ist okay. 6 Nahkampfschaden für 3 Fernkampfschaden nehmen wir auf jeden Fall mit. Bisschen mehr Tempo, warum nicht? Bisschen Dodge. Klingt gut. Hier brauchen wir nicht so wirklich. Schwarzer Gürtel. Ich verliere wieder ein bisschen Glück. Krieg mehr EP und 3 Nahkampfschaden und top. Rüstung nehmen wir auch mal mit. Und dann greeden wir nochmal hardcore rein mit Sparschwein. Oh. Ja, Blutspende wird unwahrscheinlich mit so wenig Glück. Sehr unwahrscheinlich. Aber die Upgrades, die nimmt man halt so mit, wie sie kommen, ne? Die kam bei mir nicht so, dass ich super viel Glück hatte am Ende. Leider. Ja, jetzt haben wir es ein bisschen knapp gemacht gerade. Ja, ich hätte gerne was anderes, glaube ich. Ich hätte. Ja, 4 Nahkampfschaden ist besser. Ist auf jeden Fall besser. Dreieck der Macht ist wahrscheinlich das Schlechteste, was ich nehmen könnte. Lagerfeuer ist dafür wieder ganz gut und der Wurm auch. Traurige Tomate ist ein gutes Upgrade. Ne? Ich kriege 12 LP-Regeneration. Ja, ich starte mit weniger. Aber das macht mir eigentlich fast gar nichts. 3 Nahkampfschaden, 5 LP, Recycle-Maschine ist auch sehr gut. Den Rest sparen wir, glaube ich, nochmal. Kriegen wir 140. For free. Oh ja, ach, das pumpt rein. Guckt euch das mal an. Tomato! Tomate ist ja so belohnt, ey. 12 LP-Regeneration direkt hinterher geschmissen kriegen. Baby. Fortlin! Danke für die 19 Monate Resub.
Muss ich kurz wieder hochregen. Ja, die Waves. Die Wave ist aber nicht. Nicht klein. Okay, nochmal 12% Damage. Und. Ein Haufen Tempo. Lohnt sich das? Das ist halt ein rotes Upgrade. Ich will das fast nicht mitnehmen. Weizen gibt mir 6 Flat Damage und 10 Ernte. Dauert mir zu lange wahrscheinlich, bis sich das lohnt. 6 Damage, sprich jede Explosion macht 18 mehr, ne? Schon nicht schlecht, denke ich. Nehm's mal mit. Hier haben wir 3. 4 Damage, oder? Stimmt, ja, 4. Noch besser. Nee, ist schlechter. Aber hier haben wir 3 für 119. Plus Ernte holt halt ein bisschen was raus. Brauch andere Upgrades. Oh, Plastiksprengstoff. Jackpot. Fernkampf und Inventarschaden. Hier 2460 nehmen wir auf jeden Fall mit. Limonade ist gut. Metallplatte, 2 Rüstung nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt bräuchte ich langsam wirklich mal ein bisschen Dodge. Ich habe 12%, das geht eigentlich. Endlich erwachsen. Miraculix, Glückwunsch zur, zum Führerschein. Ah, Explosionsgröße ist einfach good to have. Fahren wir durch jetzt hier. Aber es nervt mich schon ein bisschen, dass ich so wenig Glück habe gerade, muss ich sagen. Weil dadurch natürlich auch viel weniger Consumables droppen. Die heilen mich normalerweise auch ganz gut. Schwarzes Herz. Aber ist okay. 6 HP oder 5 Glück. Nochmal neu würfeln, wie wär's? Ja, nochmal 2 Rüstung mit. Stromgenerator. Geiles Upgrade. Yum. Lagerfeuer nehmen wir trotzdem nochmal mit. Ich habe vorhin gehofft, dass ich Stromgenerator kriege, als ich das Tempo-Upgrade mitgenommen habe. 5% Dodge und 5 Crit. Holzkohle nehmen wir mit. Lagerfeuer auch nochmal. Auch wenn wir wieder ein bisschen Tempo verlieren, aber ist okay, das nehme ich gerade in Kauf. Auch da haben wir Blutspende. GG! 40 Ernte und ich kriege einen Damage pro Sekunde, durch tickt meine Explosion die ganze Zeit. Und das macht Spaß. Und dann nehmen wir die Zwiebel nochmal mit, oder? Ja, habe ich noch weniger Glück. Nee, scheiß drauf. Jetzt muss ich die Sachen nicht die ganze berühren. Jetzt kann ich auch ohne Damage zu kriegen Damage machen. So, das ist. Also ohne in Dinge reinzulaufen. Macht doch Spaß. Jetzt will ich nur noch Defense haben. Ganz viel Defense. 9% Tempo ist trotzdem noch zu gut.
Beginne die Welle mit einem HP. Naja, das ist diesmal nicht so gut mit Blutspende, weil ich einen Damage kriegen werde. Hier wollen wir nichts haben. Ja, auch nicht. Spawn mehr Bäume, klingt gut. 2 Rack, klingt gut. Weizen gibt mir nochmal 10 Ernte. Und Baby mit Bart ist nicht so schlecht, oder? Ja, ich habe nur 2 Fernkampfschaden. Nehm mir Weizen nochmal mit. Für ein bisschen mehr Ernte. Baby mit Bart ist mir zu wenig Damage. Oder? Ja, das sind 4 Fernkampfschaden. Das ist zu wenig. Das ist mir zu wenig. Nehmen Holzkohle und Medaille noch mit. Dann sparen wir den Rest wieder. Was ganz geil gewesen wäre, wäre Dynamit. Aber auch da haben wir nicht so viel Glück gehabt. Echt ganz gut durch das Zeug durchlaufen, ne? Aber lass mal nicht übertreiben jetzt. Vielleicht. Muss ja jetzt nicht nur random wegsterben. EP und Nahkampfdamage, Schwarzgürtel nehmen wir mit, Brille hauen wir weg. Nehme ich hier nochmal LP-Regeneration mit, denke ich. Eine Rüstung für 8 Tempo. Machen wir auf jeden Fall. Und dann, was ist hier gerne noch? Nichts. Auch nichts. Folter ist absolut terrible. Alienzunge nehmen wir mit. Die Mütze auch. Ich habe 45 Nahkampfschaden. Warte mal, zerfetzen ist ja übel gut. Gerne. Ja, also es gefällt mir gut. Ich kriege nicht super viel Damage gerade. Kann trotzdem alles töten mit Blutspende. Ja, Blutspende ist auf dem Bullen halt echt auch komplett OP, ne? Auf einmal ganz anders spielen kannst. Es geht nur mit dem Upgrade. Wirklich nur mit dem Upgrade. Reroll nochmal für 3 Rüstungen, warum nicht? Nochmal ein Plastiksprengstoff. Zyklopenwurm nehmen wir auch nochmal mit. Lagerfeuer. Oh, da ist ein Dynamit. Ah, lecker, lecker. Das schmeckt. Lagerfeuer. Und ein Pilz. Und nochmal ein Lagerfeuer. Ich gebe ein bisschen Tempo auf, aber das ist okay. Aber wenn ich dem Boss einfach hinterherlaufe, kann ich den nicht sogar einfach töten jetzt mit den Explosionen? Müsste doch, oder? Naja, easy.
viel entspannter. Oh, ich habe mich einfach vollgehalten mit der Kiste, ne? Wusste ich gar nicht, dass die Kiste ein Full Heal ist. Die Mini-Boss-Kiste. Nadine, danke für die 12 Monate Resub. Beginne. Zerfetzen und Blutspende. Das sind die Upgrades gerade. Umhang, Lebensabzug. Ja, nee, ich verliere so viel Damage dadurch. So viel. Oh, der Viva Con Agua Raid. Hallo. Danke für den Raid, Viva Con Agua. Ich hoffe, euch geht's gut. Nee, das ist Bait. Bait Upgrade. Der Damage ist mir auch egal, tatsächlich. 20% ausweichen? Na und? Ich verliere 9 Damage. Mal 3. Macht meine Explosion pro Tick 27 Damage weniger. Das ist übel viel. Crit Attack Speed. Wir nehmen LP-Regeneration mit, denke ich. Und nochmal mehr Nahkampfschaden. Nochmal mehr Nahkampfschaden und... Dann rerollen wir. Medaille ist gut. Schwarzer Gürtel. Ich habe so wenig Glück. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Alien. Abwählen. Wir nehmen nochmal eine Medaille mit gleich. Super wenig ausweichen. Aber ich glaube, es ist okay. Ich müsste trotzdem genug Defense haben. Hallo Blessed, hallo Jedi, es geht uns gut, hoffe euch auch. Tobi! Immer! Danke für den Raid. Bang. Bringt Lebensabzug überhaupt was mit dem Char? Also proggen kannst, glaube ich, schon. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber man attackt zu selten, glaube ich. Und du kriegst halt so viel Lebensregeneration, dass es sich einfach nicht lohnt, auf Abzug zu gehen. So, 6 Glück Technik Schaden. Talentdeckter brauchen wir nicht. Nehmen wir einfach nochmal ein bisschen mehr Rüstung mit, oder? Ich meine, ich bin über 20. Lohnt sich eigentlich fast gar nicht mehr. Nehmen wir lieber 6 Ausweichen hier mit. Und die Medaille. Schmoop. Nee. Jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt nochmal Blutspende mitnehme, kriege ich dann einfach 2 Damage pro Sekunde oder kriege ich 2 mal 1 Damage pro Sekunde? Weiß das jemand? Stackt nicht. Schade. Das wäre übel lustig gewesen. Das wäre so OP gewesen. So OP. Ja, nimm mal Weizen mit. Das pusht den Damage von Zerfetzen ganz gut. Zerfetzen macht selber nochmal 80 Damage oder so gerade. Holt mich ab. Das ist sogar eine Horde Wave, glaube ich, ne? Bin mir gar nicht sicher gerade. Ah, sieht gut aus. Alles explodiert. Sechs Nahkampfschaden. Oh mein Gott. 12% Dodge nehmen wir auch nochmal mit. So, 3 Nahkampfschaden und 5 HP.
Ist gut. 3 Nahkampfschaden ist gut. Ich habe 68 Melee-Damage gerade, ne? Illegal. Komplett illegal. Ja, 1 AP kann ich tauschen. Ich bin sowieso meistens nicht voll. Ja, Explosionsschaden nehmen wir gerne mit. Und dann könnte ich jetzt tatsächlich einfach Chamäleon hätte ich mitnehmen können. Ich habe keine Kohle für. Aber wäre gut gewesen. Ich nehme aber die beiden hier mit. Geht auch nicht zusammen. Will ich lieber Rack oder will ich Nahkampfschaden? Ich glaube, ich will lieber den Nahkampfschaden. Kann ich auf jeden Fall umbringen, was ganz entspannt ist. Jetzt nur nicht unbedingt von den Melee lassen. Melee. Weil ich sonst sterbe. Aber ich habe zur Not genug Regeneration, um einfach wegzulaufen. Und wieder hochzuheilen. Ja, erstes down. Ja, okay, das ist entspannt. Nice! Da haben wir den nächsten. Ah. Nummer 18. Bulle war easy. Ja, sobald ich ungefähr verstanden hatte, wie er funktioniert. Da natürlich ein bisschen Glück mit reingespielt, dass ich die Blutspende gekriegt habe, obwohl ich minus 30 Glück hatte. Und dreimal Explosionsreichweite, obwohl ich minus 30 Glück hatte.